Wie heißen Sie? Ah, ich heiße Richard Zell. Wie alt sind Sie? Ich bin 31. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Dietzenbach. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Okay. Was war am schlechtesten Teil der DDR? Die DDR? Ich weiß nicht. Ich habe nicht in der DDR gelebt. Aber ich denke, ich weiß nicht, es gab nicht so viel Freiheit vielleicht. Es gab zu viel Stasi-Spitze. Aber ich, wie gesagt, ich habe da nicht gelebt. Ich weiß es nicht, wie das Leben war. Okay. Durften Sie in die DDR fahren? Ich war 9 Jahre alt, als die DDR, als die Mauer gefallen ist. Aber ich weiß nicht, wir hatten keine Familie in der DDR, also ich weiß nicht, ob wir in die DDR durften. Glauben Sie, dass das kommunistische System gearbeitet hat? Oh, dass es funktioniert? Ja. Ich denke nicht. Ich glaube, in China ist das auch nicht mehr so, ja. Hatten Sie Freunde aus der DDR? Jana ist auch eine TA, sie kommt aus der DDR. Und ich hatte einen Freund beim Studium, er ist auch in der DDR aufgewachsen. Aber nicht so viele, ja. Also 2, 3, 4 Leute, die ich kenne, die in der DDR aufgewachsen sind, ja. Wie heißt denn Kommunisten Anführer? In der DDR? Ja. Erich Honecker? Weiß nicht. Ja. Okay, was haben Sie in der Schule gelernt über die DDR? Nicht viel, also wir haben nicht da viel darüber gesprochen. Wo waren Sie, als die Mauer gefallen ist? Zu Hause. Ich war 9 Jahre alt. Ja, wir haben es in der Schule gehört am nächsten Tag. Aber ich war ja 9 Jahre. Ich habe nicht verstanden, worum es geht. Keine Ahnung. Ja. Und sind Sie stolz, Deutscher zu sein? Ja, ich denke. Es ist eine sehr komplizierte Frage für Deutschland. Ich bin eher stolz, ein guter Mensch zu sein. Ich weiß nicht, ob die Nationalität da so wichtig ist. Ja. Ich weiß ja nicht, wie alle Deutschen sind. Ja. Mhm. Aber es ist schwer zu sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein.